Herzlich willkommen zu diesem Tutorial. Heute zeige ich euch, wie man die Adobe CS4 Icons in Adobe Photoshop CS4 erstellt. Ich habe das hier mal vorgemacht mit Effects. Für dieses Tutorial werde ich dasselbe noch einmal machen, diesmal aber mit Photoshop. Als erstes erstelle ich eine Datei, die Größe ist quadratisch. Sie sollte aber nicht unbedingt sehr weiter als 100 Pixel sein, also 100 mal 100 Pixel. Und der Rest ist eigentlich egal. Ich arbeite jetzt hier mit einem transparenten Hintergrund, was jetzt sich aber auch gleich ändert. Weil als erstes nimmt man das Füllwerkzeug und füllt die Ebene in einen Blauton. Jetzt muss ich gucken, ob ich den vom Photoshop ungefähr hinbekomme. Kommt hin. Gut. Das nächste, was man macht, ist, dass man eine neue Textebene erstellt, wo man Photoshop reinschreibt. Diese färbt man dann grau. Ich habe da mal so ausprobiert, das ist so circa der Farbton 35, 35, 35 hier unten in dieser raute Farbe hexdezimal. Gut, und damit das auch auf den Text wirkt, markieren wir den erst einmal. Bestätigen das mit OK und bearbeiten das jetzt nochmal mit freies Transformieren. Durch Drücken der Alt-Taste werden dann und der Shift-Taste werden Proportionen beibehalten und es wird an allen Ecken gleichzeitig gemacht. So, jetzt. So wie es passt. Noch ein Wort zur Schriftart. Das ist eine Adobe-Schriftart. Zumindest sieht die fast genauso aus. Das ist Adobe Haiti Standard. Ich gehe mal davon aus, dass STD für Standard steht. Gut. Was ich jetzt noch mit dem Text mache, ist den Zentrieren. Ist auch einfach bei freies Transformieren. Wenn ihr eure Größe wisst, könnt ihr einfach hier oben die Hälfte eingeben und schon ist das alles in der Mitte. Jetzt kommen wir zu dem spannendsten Teil, wie ich meine, und zwar diese Effekte hier. Dafür gehen wir jetzt erstmal auf die Ebene 1, gehen da auf Ebene, Ebenenstil, abgeflachte Kanten und Relief. Da stellen wir erstmal hier die Tiefe auf voll und so ein bisschen rum und dann müssen wir gucken, wie wir es mit der Tiefe haben wollen. Wenn man das hier auf voll macht, also die Größe auf voll, dann kann man hier nicht mit der Tiefe ein wenig weiter rum experimentieren. So. Muss ich gerade mal gucken. Das kommt ungefähr so hin. Ist jetzt falsch rum. Dafür gehen wir dann hier unten auf Schattierung. Ich mache das mal so, dass man das wieder sieht. Und 120 Grad. Wir wissen, Kreis hat 360 Grad, gerade wäre 90. Also müssen wir jetzt 90 minus die Zahl rechnen, die bis zur 120, also 30. Kommt raus, 60 Grad. Das bestätigen wir damit OK und den Rest lassen wir so. Jetzt machen wir noch bei den Photoshop. Gehen wir auch wieder auf Ebenen, Ebenen, Stil, abgeflachte Kanten und Relief. Und ziehen das ziemlich weit nach oben. So wie es euch gefällt. Und schon hat man das Photoshop-Logo. Oder After Effects, Dreamweaver, Flash, Fireworks, InDesign, Illustrator oder was auch immer. Wie man es haben möchte. Das Einzige, was man da noch ändern müsste, ist immer der Text und die Hintergrundfarbe. Gut, wenn euch das Tutorial gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr meine Videos abonniert und auch weiter anseht. Kommentare und Bewertungen wären auch super. Gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.